Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ja. So, wir wollten jetzt ja mit Codesworth ein bisschen die Nachbarschaft abchecken. Ich schwebe hier so vor mich hin, Sir. Sollen wir nach ihrer Familie suchen? Ja. Ja, okay. Auf geht's. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. So, komm, mach mal hier, ne? Guck mal, was ist das? Ein Dreirad? Was ist denn da? Wieso ist die Lampe an? Eine Schreibmaschine, Klebeband? Hier ist ein bisschen mehr. Herstellen? Oh! Ah, aber wir haben bis jetzt bloß die zwei. Also, wir können auch nur die herstellen. Station verlassen, ja. Also, Moment, wir gehen jetzt einfach mit Codesworth mit. Wie jetzt Bewegung im anderen Haus? Jetzt im Ernst? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen schon mal die Waffe ziehen. Da ist was, ich hab's auch gesehen. Oh, shit. Okay, ich hab's gekillt. Das war das Sturmfeuerzeug. War das jetzt nur eins? Was haben wir denn hier noch? Was war denn das? Was das? War nur ein Insekt? Hey, Codesworth. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean sind nicht hier. Diese riesigen Glubschaugen, ey. Ah. Schon okay. Danke für den Versuch, Codesworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. Ein paar Mal? Du bist nutzlos. Oha. Danke, Codesworth. Vielen Dank für deine Hilfe, Codesworth. Viel Glück, Sir. Sie finden den kleinen Sean. Ich weiß es. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg nach Dingens, oder? Was haben wir denn hier noch für Sachen? Ist es das da hinten? Concord. Ich glaube schon. Kann ich denn die Waffe wegstecken? Ich will die Waffe nicht haben. Hier. So. Ach, keine Ahnung. Was gibt's denn da vorne? Da vorne gibt's irgendwie offenbar also irgendwas. Was ist denn das? Hallo? Was war dieses Zeichen? Da. Ist aber auch irgendwas zusammengebrochen. Ich sehe jetzt. Naja. Da kommen wir nicht rein. Wollen wir. Warte mal. Wo war denn hier dieses. Unsere Ding. Da ist es. Hier ist es. Da haben wir eine Waffenwerkbank. Was können wir denn hier stellen? Da können wir nur unsere. Kurzer Lauf. Ah, wir können hier noch ein paar Sachen machen. Standardvisier. Keine Bindungsbremsen. Großes Magazin, Komfortgriff. Verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Holz, Kleber, Schrauben. Haben wir. Können wir machen. So, nice. Da haben wir ein bisschen besser gemacht. Kurzer Lauf. Können wir aber alles nicht machen. Wir brauchen Kleber. Oh, die sind aber stark mit dem verlängerten Lauf. Also es macht die Reichweite auf jeden Fall besser. Okay. Was haben wir noch? Wir können eigentlich sonst gar nichts mehr machen. Standardvisier, Reflexvisier, Standard. Aber ich glaube, wir brauchen, glaube ich, noch gar nicht mehr so viel. Wir sind ja auch ziemlich weit am Anfang erst noch. Wir müssen erstmal. Ich würde eigentlich wirklich erstmal gerne Klebeband. Klebeband? Moment, Waffen. Ah, ah.
Oh, Moment. Kann ich jetzt noch was anderes dazu machen? Komm, Portgriff. Verlängerter Lauf. Standardverschluss. Schwerer Verschluss. Was macht der schwere Verschluss? Gewicht. Schaden. Von 18 auf 19 lohnt sich jetzt nicht. Naja. Dann machen wir lieber einen verlängerten Lauf. Dann haben wir eine höhere Reichweite, aber das Gewicht wird größer. Hm, egal. So. Oh, nice. Okay. Das ist die Waffe. Unsere Waffe sieht jetzt so aus. Alles klar. Es ist auch die Waffe, die wir jetzt hier ausgewählt haben. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Ich vermute mal, dass es die Waffe ist. Das ist unser Schlagstock, unsere Waffe. Okay. So, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Guck mal kurz auf der Karte. Zack. Sieh dich in Concord um. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg nach Concord. Auf geht's, Longo, Leute. Jetzt müsste man eigentlich so eine Musik noch im Hintergrund abspielen. So ein... Nee, mal falsche Musik. So, wir können nicht mit dem Auto fahren. Ne? Nee, das Auto ist komplett putt. Das heißt, wir müssen all den ganzen Weg laufen. Aber so weit ist es, glaube ich, auch gar nicht. Oh, holy shit. Ist ja die Brücke komplett eingestürzt. Was haben wir hier für... Oh, mein Gott. Gambler-Outfit. Okay. Impro-Pistole, Stimpack-Patronen. Vielleicht von Mischlingshund. Oh Gott, der arme Hund. Kreuzschlüssel. Krass, was wir alles mitnehmen können. Moment mal, wir ziehen uns vielleicht mal die Sachen direkt an, die wir jetzt gerade... Gambler-Outfit. So, Holzanzug, Ehering. Brille, nee. Waffen, Komfort, ja genau, Waffe, Schlagstock. Impro-Pistole, die ist aber schwächer als unsere jetzige. Ist das Gewicht besser und die Feuerrate ist besser. Aber nicht so, so sehr, wow, sehen wir cool aus. Wie können wir denn die Waffe komplett wegnehmen? Ich verstehe es noch nicht. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. So. Immer schön, aber trotzdem eigentlich immer schön mit der Waffe hier. Ja, wie können wir denn... Ich will jetzt nicht irgendwas drücken, und irgendwas verkacken. Oh, wie habe ich das gemacht? 9. Okay, ich habe keine Ahnung. So. Da ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Lasst uns mal kurz bei der Tankstelle vorbeigucken. Oh mein Gott. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Oh, da ist der Hund. Eigentümer? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Oh. Schau deinen Hund an und drücke E, um ihm Befehle zu erteilen. Hey. Reden. Handeln? Hä, was soll ich denn dem Hund geben? Macht doch gar keinen Sinn. Fleisch vom Mischlingshund. Hier, ess dein eigenes Dingens. Hey. Reden, abbrechen, folgen. Komm schon. Okay, auf geht's, komm. Komm her, komm her. Na, komm. Hey. Geh dorthin. Dorthin. Geh dorthin. Nee. Warte da. Nein. Hey. Folge mir. Auf geht's, okay. So, aber was haben wir jetzt hier erstmal? Hund? Nein, ich will den Hund gar nicht mehr. Dingensen, hier ist, okay. Stimpack? Schraubenschlüssel? Schmutziger Aschenbecher? Nee, was haben wir da? Haarklammer? Impro-Pistole? Klebeband? Sicherung nehmen wir mal mit. Malpinsel? Klebeband. Klingt alles mal. Klingt alles so eigentlich mal ein bisschen interessant. Vielleicht können wir jetzt. Hund hat einen Gegner entdeckt, wo?
Lo, ich hab mir Headshot gegeben. Bluthund! Nein, Hundi! Alles cool! Da ist noch einer! Oh fuck! Hinter mir! Lo, ich bin echt scheiße im Zielen. So, den habe ich auch erwischt. Alter! Da kommen die einfach aus dem Nichts. Maulwurfsratte! Maulwurfsratte, Silbergalbe. Nehmen wir mal mit, oder? Ich weiß nicht. Aber das Fleisch brauchen wir wahrscheinlich nicht. Schraubenzieher. Vielleicht können wir was Cooles halt aus den craften, ja? Wisst ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so 10. Ich glaube, das Fleisch brauchen wir wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus dem Fleisch irgendwas craftet, außer Essen. Und ich glaube, Essen brauchen wir nicht. Oder falls, wisst ihr nicht, für was? Handwerkbank? Radio? Werkstatt durchsuchen. Kannst du, mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Also, aber wir wollen halt nichts bauen. Nee. Wir behalten uns das Bauen für später. Wir werden erst später ein bisschen was bauen. Okay. So. Dann gehen wir einfach hier raus. Was ist das? Giddy Buttercup Hinterbein. Giddy Buttercup? Das ist die Schere. Aluminiumdose, ja. So, Rattengift. Auf jeden Fall. Wenn die verdammten Maulwürfe wieder kommen. Maulwürfe. S.O. Okay. Boston Bugle. Das ist eine Zeitung, glaube ich. Plastikteller. Uiuiui, gibt's hier viel Stuff. Vorkriegsgeld. Nehmen wir mal mit. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Was haben wir mit einem Lifestyle-Magazin? Hier, Telefon nehmen wir mit. Schrank, da ist nichts drinnen. Amateurfunkbox. Nehmen wir mal mit. Also aktivieren. Ups. Ich dachte, das können wir mitnehmen. Okay. So, hier ist eigentlich sonst nichts mehr, oder? Jedenfalls. Oh, was ist denn das? Patronen. Red X. Ich habe keine Ahnung, was das Red X ist. Putzmittel. Abgenutzte. Oh. Was war das? Kornkrukenvorrat. Alles klar. 19 Kronkorken. Krass. Vielleicht sind ja die Kronkorken hier das Geld oder so. Das kann ja sein. Weil da vorne auch was mit Kronkorken stand. Was? New Kohleautomat aktivieren. Lol. Leere Milchflasche. Nehmen wir mal mit. Laborstation. Was können wir denn hier herstellen? Drogen! Wir können Drogen herstellen. Stärke. Ah, so Buffs. Zeitlupe für 10 Sekunden, lol. Ey, cool. Granaten, Molotov-Cocktail. Gläser, Kleber, Stoff und Öl. Öl haben wir? Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir Öl. Granaten, Heilung. Hier macht man den Stimpacks. Stahl. Da haben wir da haben wir 32, krass. Blutpakete. Aber wir brauchen Blutpakete für Stimpacks, okay. Injektormunition, Minen, Verwertbares. Kühlflüssigkeit. Okay, wir verlassen jetzt erstmal die weil wir haben noch nicht so viele Items, dass wir uns irgendwas Cooles draus machen könnten. So, wir wollen immer noch zur Stadt gehen. Wir sind aber aufgehalten worden. Da, ich glaube, hier geht's zur Stadt. So. Oh. Ah. Alter, hier ist alles mutiert, oder wie? Oder wie, oder was? Ich sehe gerade nichts mehr. Blutkäferrüssel. Oh. Klingt interessant. Was ist das denn? Brahmin. Alter, ist das eine Kuh mit zwei Köpfen oder was? Ist ja widerlich. Wo ist ein anderer Käfer? Hier. Oder haben wir eine Hubblume wieder? Nehmen wir auch mal alles schön mit. Nehmen alles schön mit, was wir so finden können. Und ich glaube, sind wir jetzt eigentlich in der Stadt? Das sieht so aus, oder? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Tür öffnen. Kühlschrank. Kronkorkenvorrat. Oh mein Gott. New Cola Quantum. Zuckerbomben. Was ist denn da oben? Fleisch und Bohnen. Da oben ist auch noch was. Zuckerbomben. Vielleicht bringt uns das Essen ja irgendwas. Ich weiß es nicht.
Oh Gott, nicht runterfallen. Was ist denn da? New Cola. Ah, Kommode, da ist nix. Oh, ein Safe. Abgeschlossen. Ah, so. Das muss ich erst lernen, wie man das aufmacht, oder wie? Jet? Kim, Kiste Jet mit X. Holy shit, so viele Items. Ich weiß gar nicht, was die alles machen. Oder was ich aus denen alles machen kann. Wir sind Konkurrent. Und das, oh. Wir können skillen. Rüstungstext erhöht, dass dein Schaden ist gegen bestimmte Blablabla. Wie kann man denn skillen? Wie kann man denn skillen, Jungs? Ich weiß es nicht. Da, T, Level up. So. Eisenfaust kanalisiert ein Chi, um einen zerstörerischen Wut zu waffenlose Angriff fügen deinem Gegner 20% mehr Damage zu. Längfinger, deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstähl um 25% einfacher. Dann haben wir noch Härte. Das können wir nicht machen, ne? Doch, können wir auch machen. Härte, jetzt kannst du richtig einstecken. Du hältst sofort 10 Schadensresistenz. Meisterhändler, du beherrschst die Kunst des Handels. Beim Kaufen und Verkaufen bei Händen erzielst du bessere Preise. Wenn es das nicht wollte, ne? Der Weg zum nächsten. Aha. Können Sie den Geist des Willen? Ach, es gibt so viel Shit, Alter. Wenn man gerade jemand so etwas findet. Ein Hades kannst du mir führen, dass du das automatische. Ach, da brauchen wir 2 Punkte. Okay. Aber da kann ich das machen. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen, kannst du dir dann. So, so, okay. Schütze dich vor den Gefahren des Öls mit Zugang. Können wir das überhaupt machen? Ja, können wir. Cool. Fuck. So, Moment. Ich glaube, wir können eins davon auswählen. Blutiger Tod. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor herumfliegenden Augenäpfel. Lol. Werde zu einem Werde zum Schatten, du bist ein Schleichen. Schwerer zu entdecken. Das ist eigentlich cool. Wer zuerst schießt, der ist erstmal Zugang zu blablabla. Du bist Vitalität im Besonderen, hält sofort 20 maximaler Gesundheit. Machen wir mal das. Ich glaube, das machen wir. Ja. Ah, wir haben jetzt einen Punkt da drin. Okay. Alles klar. Was haben wir denn da noch? Right away? Oh Gott, was habe ich getan? Ich weiß jetzt nicht, was ich schon wieder getan habe. Okay, wir haben jedenfalls mehr Leben. Mehr Leben ist glaube ich, ganz gut. Für so einen Noob wie mir. So. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt hier angekommen, wo wir ankommen wollten, Leute. Und zwar in Concord. Und damit beenden wir erstmal die Folge hier. Ich danke natürlich herzlichst fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Fallout 4. Bis dahin. Tschüss!